Herzlich willkommen zu unserer ersten Seminarsitzung unseres Seminars Funktionelle Neuroanatomie. Und heute wollen wir uns damit beschäftigen, was eigentlich so alles in so einer Nervenzelle drin ist und wie so eine Nervenzelle ausschaut. Dazu schauen wir uns zunächst mal an, welche Arten von Zellen wir eigentlich im Gehirn haben. Also wie sind diese Zellen aufgebaut, wie sind Nervenzellen aufgebaut, wie sind Gliazellen aufgebaut, welche Rolle spielen eigentlich diese ganzen Zellen im Gehirn und schauen uns dann auch ein bisschen an, so wie sind diese einzelnen Bereiche aufgebaut und wie läuft auch Information entlang einer Nervenzelle, also hier das Stichwort Aktionspotenzial, das Sie vielleicht schon kennen. Das Ziel heute wäre es, dass Sie am Ende dieser Sitzung einen groben Überblick darüber haben, welche Arten von Zellen wir in unserem Nervensystem haben. Die Frage ist dabei auch, wie unterscheiden sich diese Zellen und wie sind diese Zellen aufgebaut? Also welche Bestandteile hat so eine vor allem Nervenzelle? Hier also die Stichwörter Dendrit, Zellkern, Axon, also diese groben Bausteine einer Nervenzelle, sollten Sie am Ende dieser Sitzung kennen. Nervenzellen, auch Neurone genannt in unserem Nervensystem, kommen in ganz unterschiedlichen Formen vor. Wir haben hier beispielsweise die Pyramidenzellen. Das sind die Pyramidenzellen, das sind für uns eigentlich die ganz, ganz wichtigen Zellen in unserem Neokortex, also in unserer Großhirnrinde. Das werden wir in den nächsten Sitzungen kennenlernen, wie unser Neokortex, also unsere Großhirnrinde, aus mehreren Schichten von solchen Pyramidenzellen aufgebaut ist. Diese Pyramidenzellen zeichnen sich aus durch einen pyramidenförmigen Zellkern, einen relativ verbreiteten Dendritenbaum, das sind diese Bereiche oben dran, und einen relativ langen Axon, ein relativ langes Axon. Auf der anderen Seite haben wir beispielsweise die Purkinje-Zellen. Die Purkinje-Zellen, das sind Zellen, die finden wir vor allem im Kleinhirn. Und diese Purkinje-Zellen, die sind auch Nervenzellen, sind aber von der Struktur deutlich unterschiedlich. Die haben einen sehr, sehr verzweigten, großen, breiten Dendritenbaum, einen Zellkörper und nur ein ganz kleines Axon. Und mit diesen Purkinje-Zellen und dem Kleinhirn werden wir uns vor allem dann beschäftigen, wenn wir uns mit der Bewegungssteuerung beschäftigen, denn das Kleinhirn ist vor allem an der Bewegungskoordination beschäftigt. Und zwischen diesen Formen gibt es ganz, ganz viele Zwischenformen, Unterformen von Nervenzellen und Neuronen, die aber alle eines gemeinsam haben. Sie haben alle einen Dendritenbaum. Die Dendriten, das sind die Eingangsstrukturen, da kommt Information in die Nervenzelle hinein. Sie haben alle einen Zellkörper und sie haben alle ein Axon. Und die Axone, das sind die Ausgangsstrukturen der Nervenzelle. Da wird Information dann weitergegeben. Und jetzt möchte ich Sie mal bitten, mal sich zu überlegen, an was Sie sich denn noch erinnern aus Ihrem Biologieunterricht möglicherweise oder aus anderen Studiengängen, wenn Sie sich so eine Zelle anschauen. Ich habe hier mal eine tierische Zelle mitgebracht und hier an dieser tierischen Zelle, da sehen Sie schon ganz bestimmte Organellen hier in der Mitte und hier solche fadenförmigen Strukturen und solche Strukturen mit solchen kleinen Unterstrukturen und Sie sehen auch hier auf der Folie eine Abbildung einer Nervenzelle mit einzelnen Pfeilen dazu und Strichen dazu. Und jetzt können Sie sich mal überlegen, können Sie eine Pause machen und überlegen, wie heißen eigentlich diese ganzen einzelnen Organellen, diese einzelnen Bausteine einer Nervenzelle und welche Aufgabe haben sie möglicherweise? Die Auflösung dazu finden Sie in unserem Lehrbuch im Chandri. Das ist eine Abbildung aus dem Chandri oder auch auf den Folien, die ich ins OLAT hochlade. Das ist auch eine Frage, die ist ganz beliebt für die Klausur. Also, wenn Sie so eine Zelle benennen können, die einzelnen Zellbausteine in einer Zelle benennen können, dann hilft das Ihnen möglicherweise bei einer Klausur. Neurone in unserem Nervensystem, das hatte ich schon erwähnt, die kommen in ganz, ganz unterschiedlichen Formen vor. Aber allen diesen Formen ist gemein, dass sie eben einen Dendritenbaum, einen Zellkörper
und ein Axon haben. Und wir können diese unterschiedlichen Formen von Neuronen in ganz grobe Klassen einteilen. Wir können sie beispielsweise einteilen in sensorische oder motorische Neuronen. Sensorische Neurone, das sind all die Neurone, über die wir Informationen aus unserer Umwelt aufnehmen. Also beispielsweise unsere Tastzellen in der Haut, das sind sensorische Neuronen. Diese sensorischen Neurone, die finden Sie hier unter C, diese sensorischen Neurone, die haben eine Rezeptoreinheit, also wo hier Information von außen aufgenommen werden kann. Und dann haben diese sensorischen Neurone interessanterweise ein geteiltes Axon. Hier läuft also Information das Axon entlang zum Zellkörper und wird dann über das Axon weitergegeben. Wir haben also sogenannte bipolare Neuronen. Auf der anderen Seite haben wir unsere Motorneuronen. Motorneuronen, die sind dafür verantwortlich, dass wir Informationen aus unserem Gehirn, unserem zentralen Nervensystem abgeben. Also irgendwie mit unserer Umwelt interagieren, motorische Aktivität also einleiten, uns bewegen und hier Informationen abgeben. Das heißt, diese Neurone, die haben einen ganz kleinen Dendritenbaum, denn die müssen eigentlich gar nicht viel Informationen sammeln, aber ein sehr, sehr langes Axon, das dann vom Zellkörper hin zu den Muskeln zieht. Diese Neurone, die werden wir kennenlernen dann in der Sitzung zur Bewegungssteuerung. Nur jetzt schon mal die Information, das sind Axone, die können sehr lang sein. Also beispielsweise in Ihrem Bein, da haben Sie Axone, die entspringen in Ihrem, oder Nervenzellen, die entspringen an Ihrem Rückenmark und laufen die ganze Länge des Beins entlang, können also über einen Meter lang sein. Die größte Klasse von Neuronen in unserem Nervensystem sind aber die sogenannten multipolaren Interneuronen. Das sind Neurone, die Interneurone, der Name sagt schon, die sind zwischen anderen Bereichen angeordnet. Die nehmen also Informationen auf und leiten diese Informationen an andere Bereiche unseres Nervensystems weiter. Dazu gehören unter anderem die schon erwähnten Pyramidenzellen, die einen sehr breit aufgefächerten Dendritenbaum haben, die sehr viele Informationen aufnehmen, diese Informationen dann im Zellkörper integrieren und dann über die Axone an andere Bereiche des Gehirns, des Nervensystems weitergeben. Und aus dem Zusammenschluss von diesen drei Neuronen, von einem sensorischen Neuron, einem Interneuron und einem Motorneuron, können wir dann schon eine funktionelle Einheit bilden, die tatsächlich schon Verarbeitung in unserem Nervensystem erfüllt. Also den Kniesehnenreflex oder den Handrückzugsreflex, die wir in den nächsten Sitzungen auch noch genauer kennenlernen werden. Diese einfachen funktionellen Einheiten, die bestehen eben aus einem sensorischen Neuron, über das wir Informationen aufnehmen, also beispielsweise eine Berührung auf der Haut wird hier aufgenommen und diese Information, die wir hier aufnehmen, wird dann an unser Rückenmark weitergeleitet und dort auf ein Interneuron verschaltet. Dieses Interneuron ist quasi eine Verschaltungsstelle in unserem Rückenmark, das hier Information aufnimmt, integriert, verarbeitet und dann an das Motorneuron weiterleitet. Also Information wird dann hier im Rückenmark verarbeitet und dann entsprechend an ein motorisches Neuron weitergegeben, das dann eine ganz bestimmte Reaktion ausführt. Also, wenn Sie das nächste Mal auf eine heiße Herdplatte fassen, dann werden Sie merken, diese Verarbeitung, die geht sehr schnell, dass Sie Ihre Hand zurückziehen, das ist ein reiner Reflexkreislauf, der auf drei Neuronen beruht, nämlich einem sensorischen, einem Interneuron und einem Motorneuron, die sehr schnell eine Reaktion auf unsere Umwelt darstellen. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie eigentlich diese Nervenzellen genau arbeiten, um solche Reaktionen durchzuführen. Das Erste, was wir uns dabei anschauen müssen, ist die Zellmembran. Die Zellmembran, das ist diese Hülle um unsere Nervenzellen drumherum, also um alle Zellen drumherum, und die besteht aus einer
Phospholipidschicht. Phospholipid hat ein Phosphorköpfchen und solche Lipidenden, also ein Zusammenschluss aus einem Phosphor und einem Lipid, die unterschiedliche Eigenschaften haben. Lipid ist hydrophob, also wasserabweisend. Das heißt, dieses Phospholipid in einer Flüssigkeit ordnet sich in einer ganz bestimmten Konfiguration an. Und wenn ich jetzt ganz viele von diesen Phospholipiden zusammen habe, dann bilden diese Phospholipide zusammen eine Membran. Und diese Membran ist nicht durchlässig für sehr viele Stoffe. Für manche Stoffe ist sie durchlässig, aber für die meisten Stoffe ist sie nicht durchlässig. Und unsere Zellmembran besteht jetzt aus zwei Schichten von solchen Phospholipiden. In dieser Zellmembran finden wir dann Kanäle, Ionenkanäle. Diese Ionenkanäle, das sind Zusammenschlüsse von Proteinen. Proteine können eine dreidimensionale Struktur haben. Und wenn ich mehrere von diesen dreidimensional angeordneten Strukturen im Raum zusammenschließe, also beispielsweise vier Stück, dann kann ich solche Ionenkanäle, also Öffnungen in meiner Zellmembran realisieren. Und durch diese Öffnungen, durch diese Ionenkanäle, können dann ganz bestimmte Stoffe durch die Zellmembran wandern. Und dieser Wanderungsprozess von Ionen, geladenen Teilchen, durch die Zellmembran ist die Grundlage der Informationsverarbeitung in unserem Nervensystem. Im Inneren und im Äußeren einer Nervenzelle haben wir unterschiedliche Konzentrationen von geladenen Teilchen. Im Inneren der Nervenzelle finden wir vor allem positiv geladenes Kali. Im Äußeren der Nervenzelle, um die Nervenzelle drumherum, finden wir vor allem positiv geladenes Natrium. Zusätzlich finden wir im Inneren der Zelle negativ geladene Anionen. Und die unterschiedliche Konzentration dieser positiv und negativ geladenen Teilchen führt zu einer Potentialdifferenz zwischen dem Inneren und dem Äußeren der Zelle. Diese Potentialdifferenz, die beträgt etwa minus 70 Mikrovolt. Das bedeutet, im Inneren der Zelle haben wir ein negatives Potential, im Äußeren der Zelle haben wir ein positives Potential. Und diese Potentialschwankung und dieses Potential an der Zellmembran nennt man auch Ruhemembranpotential. Und Schwankungen in diesem Membranpotential stellen jetzt eine Verarbeitung von Informationen dar. Also in Schwankungen von diesem Membranpotential können wir Informationen in unserem Nervensystem verbreiten. Wenn beispielsweise ein Reiz von außen, wir nehmen einen Reiz auf, also beispielsweise nehmen wir wieder unsere Haut, wir berühren unsere Haut, dann wird hier an Nervenzellen, an den Dendriten dieser sensorischen Neuronen, Sie erinnern sich, das waren diese bipolaren Zellen, da hatten wir Bereiche, die Informationen aufnehmen, also einen kleinen Dendritenbaum, der hier Informationen aufnimmt, da finden wir dann eine Veränderung in diesem Membranpotential. Also wenn ich auf meine Haut drauf drücke, dann verändert sich hier dieses Membranpotential, diese Veränderung dieses Membranpotentials, die breitet sich dann entlang der Nervenzelle aus. Das ist sogenannte elektrotonische Ausbreitung. Je nachdem, welche Informationen ich hier aufnehme, verändert sich das Membranpotential ins Positive oder ins Negative. Da spricht man dann von einer De- oder Hyperpolarisierung, einer Veränderung ins Positive wäre eine Depolarisierung. Wir gehen also von diesen minus 70 Mikrovolt ins Positive, also verändern, also depolarisieren es, oder wir verändern dieses Membranpotential weiter ins Negative, dann hätten wir eine Hyperpolarisation. Und eben je nachdem, welche Ionen hier wandern, verändert sich unser Membranpotential. Wenn ganz viele von diesen Membranpotentialen sich an den Dendriten aufsummieren, dann wird dieses Membranpotential entlang der Nervenzelle weitergeleitet und am Axonhügel aufsummiert. Wir schauen uns dieses Schaubild mal Schritt für Schritt an. Im Ruhezustand
ein Ruhemembranpotenzial im negativen Bereich. Hier sind es jetzt minus 90 Mikrovolt, also manchmal ist es minus 70, minus 90 Mikrovolt. Die genaue Zahl ist nicht so ganz wichtig. Wichtig ist, dass es ein negatives Membranpotenzial ist. Das ist auch nicht immer ganz fix, sondern das schwankt so in einem ganz bestimmten Bereich. Wenn jetzt hier ein Reiz ankommt, ein Reiz an den Dendriten eintrifft, dann verändert sich dieses Membranpotenzial in eine ganz bestimmte Richtung. Und dieses Membranpotenzial wird dann entlang der Nervenzelle weitergegeben, um dann am Axonhügel, das ist der Bereich zwischen Nervenzelle und wo das Axon an die Nervenzelle andockt, aufsummiert. Hier kommt also die Information an und wenn sich dieses Membranpotenzial über die Zeit hin aufschaukelt, dann haben wir irgendwann eine Schwelle erreicht. Da ist dieses Membranpotenzial so weit depolarisiert, dass hier ein Aktionspotenzial ausgelöst wird und dieses Aktionspotenzial dann über das Axon an die nächste Zelle weitergegeben wird. Das heißt, unsere Dendriten sind also die Stelle, wo wir Informationen aufnehmen. Der Zellkern, das ist die Stelle, wo diese Information integriert, also aufsummiert wird. Und das Axon, das ist die Stelle, wo die Information dann an die nächste Nervenzelle weitergeleitet wird. Dieses Aktionspotenzial, das beruht wieder auf dem Zusammenspiel zwischen Natrium und Kalium. Und hier ganz wichtig, auf den Eigenschaften von Ionenkanälen. Ionenkanäle, das waren diese Strukturproteine, diese Kanäle in der Zellmembran. Und diese Ionenkanäle, die haben ganz bestimmte Eigenschaften. Kaliumkanäle beispielsweise sind immer offen. Da kann Kalium frei durchwandern, entsprechend der Polarisierung. Also wir haben ein positiv geladenes Kaliumteilchen, das wandert vom positiven Bereich zum negativen Bereich. Das zweite Teilchen, was hier beteiligt ist, ist das Natrium. Und das Besondere an diesen Natrium-Ionenkanälen ist, dass sie nicht immer offen sind. Die sind im Ruhezustand geschlossen und die gehen nur dann auf, wenn sich das Membranpotenzial über eine ganz bestimmte Schwelle verändert. Das sind sogenannte spannungsabhängige Ionenkanäle. Also, das heißt, wir haben im Ruhezustand an unserem Axonhügel Kaliumkanäle, die Kanäle, die sind offen und Natriumkanäle, die sind geschlossen. Wenn jetzt sich das Membranpotenzial ins Positive verschiebt, dann gehen diese spannungsabhängigen Natriumkanäle auf und plötzlich kann hier ganz viel Natrium vom Äußeren der Zelle ins Innere der Zelle einströmen. Dann haben wir eine plötzliche Veränderung, eine plötzliche starke Veränderung ins Positive, das ist der sogenannte Aufstrich an unserem Aktionspotenzial. Diese Natriumkanäle, die sind aber nur ganz kurz offen. Die bleiben kurz offen und gehen dann wieder zu. Dann sind wir quasi am Gipfel von unserem Aktionspotenzial. Da gehen unsere Natriumkanäle wieder zu. Hier kann also kein weiteres Natrium einströmen. Und jetzt haben wir eine Veränderung, eine sehr starke Veränderung des Ruhemembranpotenzials, wodurch dann Kalium aus dem Inneren der Zelle nach außen getrieben wird und damit pendelt sich dieses Membranpotenzial wieder im Ruhebereich ein. Wir haben eine ganz kurze Hyperpolarisierung, das Nachpotenzial, wo wir bei diesem Überschuss des Kaliumausstroms haben, bis wir wieder unser Ruhemembranpotenzial erreicht haben. Und dieses Zusammenspiel zwischen Natrium und Kalium, das ist dann unser Aktionspotenzial, mit dem wir dann Informationen an die nächste Nervenzelle weitergeben können. Und diese Information im Aktionspotenzial, die läuft jetzt das Axon entlang. Entlang unseres Axons, also dieser Ausgangsstruktur an Nervenzellen, haben wir auch wieder eine spannungsabhängige Natrium- und Kaliumkanäle. Da haben wir also quasi jetzt den gleichen Prozess, den wir hier am Axonhügel hatten, der läuft hier auch das ganze Axon entlang. Und ganz wichtig dabei ist jetzt eben hier die Rolle dieser spannungsabhängigen Natriumkanäle und die Öffnungseigenschaften dieser Natriumkanäle. Wir hatten es gerade auf der vorherigen Folie gesehen. Diese Natriumkanäle, die gehen auf, wenn wir eine ganz bestimmte Schwelle erreicht haben, und die gehen nach einer kurzen Zeit wieder zu und dann brauchen die eine ganz bestimmte Zeit, bis sie wieder aufgehen können. Das heißt,
Information, dieses Aktionspotenzial kann sich nur in eine Richtung entlang unseres Axons ausbreiten, nämlich nur in die Richtung, in der wir noch öffnungsbereite Natriumkanäle haben. Das heißt, dieses Aktionspotenzial, das läuft nur in eine Richtung entlang unseres Axons, breitet sich also entlang unseres Axons aus. Abgesehen von den Nervenzellen haben wir noch eine zweite Klasse von wichtigen Zellen in unserem Nervensystem, die hier eine Unterstützung zu den Nervenzellen bieten und die auch ganz wichtige Rollen bei unserem Haushalt in unserem Nervensystem erledigen. Das sind die sogenannten Gliazellen. Diese Gliazellen, die kommen in grob sechs unterschiedlichen Formen vor. Vier davon finden wir in unserem Zentralnervensystem. Zentralnervensystem, Gehirn und Rückenmark. Zwei davon finden wir in unserem peripheren Nervensystem, peripheres Nervensystem. Das ist alles, was unten an unserem Zentralnervensystem dranhängt. Also alles, was so in unsere Gliedmaßen reingeht. Im Zentralnervensystem haben wir, wie gesagt, grob vier unterschiedliche Arten von Gliazellen, die alle unterschiedliche Eigenschaften und unterschiedliche Aufgaben haben. Die ersten, das sind die sogenannten Oligodendrozyten. Oligodendrozyten, die Lateiner unter Ihnen wissen es vielleicht, Olio, das hat irgendwas mit Öl, Fett zu tun. Das sind Nerven, das sind Gliazellen, die myelinisieren die Axone von Nerven. Axonen hatten wir gerade schon kennengelernt, das sind diese Ausgangsstrukturen an Nervenzellen und um diese Axone drumherum wickeln sich jetzt diese Oligodendrozyten und diese Oligodendrozyten, die bilden jetzt die sogenannte Myelinisierung um diese Axone. Diese Myelinisierung, das ist eine Isolation um die Axone drumherum, die diese Axone schützen, die hier diese Axone auch stützen und die vor allem die sogenannte saltatorische Leitung ermöglichen. Saltatorische Leitung bedeutet, dass unser Aktionspotenzial nicht Stück für Stück unser Axon entlangläuft, sondern von Einschnürung zu Einschnürung entlang dieses Axons läuft. Diese Einschnürung, das sind die Lücken zwischen einzelnen Bereichen, diese Oligodendrozyten. Sie sehen das hier am Schaubild, diese kleinen, kurzen, gelben Abschnitte. Die zweite wichtige Klasse sind die sogenannten Astrozyten. Diese Astrozyten, das sind Gliazellen, die bilden quasi das Gerüst unseres Nervensystems. Die geben unserem Gehirn Struktur, die halten also unsere Nervenzellen an Ort und Stelle und sind ganz wichtig für die Versorgung von den Nervenzellen mit Nährstoffen und dem Abtransport von Giftstoffen aus den Zellen. Diese Astrozyten sind auch ganz, ganz zentral für die Wiederaufnahme und Weiterverarbeitung von Botenstoffen, von Neurotransmittern in unserem Gehirn. Da werden wir uns dann in den nächsten Sitzungen noch genauer damit befassen, wie eigentlich hier diese Neurotransmitter, die ich einmal ausschütte und die in unserem Nervensystem vorhanden sind, wie ich die wieder aufnehmen kann und wiederverwenden kann. Da sind diese Astrozyten ganz zentral. Eine weitere Klasse sind die sogenannten Mikrogliazellen. Diese Mikrogliazellen sind quasi kleine Formen der Astrozyten. Die sind vor allem ganz stark daran beteiligt an der Leitung und am Aufbau von Dendriten. Also die Dendriten und die Axone, die müssen ja irgendwie zusammenfinden. Und an diesem Zusammenfinden von Dendriten und Axonen, da sind diese Mikrogliazellen ganz zentral beteiligt. Und die sind auch ganz wichtig für beispielsweise den Abbau oder also den Aufbau und auch den Abbau von Verbindungen und von Nervenzellen in unserem Nervensystem. Da werden wir noch genauer darauf zu sprechen kommen, wenn wir uns beispielsweise über Schmerz und den sogenannten Phantomschmerz unterhalten, nämlich welche Abbauprozesse eigentlich an Wahrnehmung von Schmerz beteiligt sind. Eine letzte Klasse von Gliazellen, die im zentralen Nervensystem ganz wichtig sind, sind die sogenannten Ependymalzellen. Die Ependymalzellen, die finden wir überall dort, wo unser Nervensystem mit der Umwelt zusammentrifft. Also beispielsweise um die Adern drumherum. Unser Gehirn wird ja mit Blut versorgt, aber wir haben eine Blut-Hirn-Schranke, also eine Schranke zwischen unseren Blutgefäßen und unserem Nervensystem. Um die Blutgefäße drumherum
finden wir also diese Ependymalzellen. Und diese Ependymalzellen, die sind ganz wichtig dafür, Nährstoffe und Sauerstoff beispielsweise aus dem Blut aufzunehmen und dann an die Nervenzellen weiterzuleiten. Genauso finden wir diese Ependymalzellen beispielsweise um die Ventrikel im Gehirn herum. Ventrikel im Gehirn, das sind diese Hohlräume im Gehirn, die flüssigkeitsgefüllte Hohlräume. Da werden wir dann in den nächsten Sitzungen noch genauer darauf zu sprechen kommen. Die sind vor allem wichtig für den Abtransport von Abfallprodukten aus dem Nervensystem. Die werden hier in die sogenannte Zerebrospinalflüssigkeit abgegeben und abtransportiert. Im peripheren Nervensystem, da finden wir grob zwei Klassen von Gliazellen. Das eine sind die Schwann-Zellen. Diese Schwann-Zellen, die haben im Grunde die gleiche Aufgabe wie die Oligodendrozyten im zentralen Nervensystem. Die bilden also die Isolierung um Axone in unserem peripheren Nervensystem. Der große Unterschied ist hier, dass die Oligodendrozyten im zentralen Nervensystem immer mehrere Axone isolieren, mehrere Axone versorgen. Die Schwann-Zellen im peripheren Nervensystem, die sitzen immer nur an einem Axon. Also hier haben wir quasi pro Axon mehrere von diesen Schwarmzellen nebeneinander. Dazu haben wir im peripheren Nervensystem noch Satellitzellen, die eben die Versorgung der Nervenzellen, der Zellkerne im peripheren Nervensystem erledigen. Und jetzt schauen wir uns mal zuletzt, zum Ende hin noch an, welche Aufgabe eigentlich vor allem diese Oligodendrozyten und die sogenannte Myelinisierung, also die Isolation um diese Axone drumherum in unserem Nervensystem. Sie sehen hier auf dem Schaubild meine Illustration, wie so ein Oligodendrozyt mehrere Axone isoliert. Und Sie sehen hier in einem Schnitt, in einem mikroskopischen Schnitt durch ein Axon, also Sie schauen jetzt gerade von oben in auch so ein Axon drauf, also wir haben so ein Axon aufgeschnitten wie so eine Salami und gucken von oben auf so ein Axon drauf. Und dann sehen wir in der Mitte das Axon und drumherum gewickelt, da sehen wir hier diese Myelinisierung. Also Abbild B, das ist aus dem peripheren Nervensystem, eine Schwann-Zelle, aber das sieht im zentralen Nervensystem genauso aus. Und diese Myelinisierung, die schützt jetzt die Axone vor äußeren Einflüssen, isoliert die Axone vor äußeren Einflüssen. Das können Sie sich also so ein bisschen vorstellen, wie so eine Isolierung um ein Kabel drumherum. Es schützt also hier die Informationsübertragung entlang des Axons vor gegenseitigen Einflüssen. Sie können sich ja vorstellen, wir hatten es ja besprochen, das Aktionspotenzial, das entlang des Axons läuft, das führt zu Veränderungen in der Ionenkonzentration und der Polarisation an diesen Axonen. Diese Veränderung breitet sich natürlich in den Raum aus und diese Myelinisierung schützt die nebeneinander liegenden Axone vor gegenseitigem Einfluss und zusätzlich führt diese Myelinisierung zu einer schnelleren Informationsübertragung, da eben dieses Aktionspotenzial diese isolierten Bereiche überspringt und so hier eben saltatorisch von Schnüring zu Schnüring springt. Die Bedeutung von dieser Myelinisierung, von dieser Isolation um Axone drumherum, die können wir beispielsweise in einem Tiermodell untersuchen. Es gibt ganz bestimmte Zuchtlinien von Ratten, bei denen durch einen Gendefekt, durch einen Erbschaden, diese Myelinisierung nicht ausreichend aufgebaut. Hier fehlt also diese Isolation um diese Axone drumherum. Bei einer normalen Maus, wir sehen das hier im oberen Abbild, eine normale Maus, wenn wir da einen Schnitt durch das Gehirn machen, dann sehen wir um die Axone drumherum, also wir schauen jetzt wieder von oben auf solche Axone drauf, da sehen wir um die Axone drumherum, hier ganz schwarz, ganz dunkel eingezeichnet, die Myelinisierung, die hier eben die Axone von diesen einzelnen Nervenzellen voneinander abgrenzt, gegeneinander schützt, also hier tatsächlich voneinander isoliert, um hier eine erfolgreiche, eine,
eine störungsfreie Informationsübertragung sicherzustellen. In einer ganz bestimmten Klasse von Mäusen, der sogenannte Schifferer-Mutant, da fehlt diese Myelinisierung. Sie sehen es hier im Hirnschnitt, da fehlt diese schwarze Umrundung, Ummantelung um diese Axone drumherum. Hier kann es also nicht zu so einer störungsfreien Informationsübertragung kommen. Hier beeinflussen sich also diese Informationen, diese Aktionspotenziale entlang der Axone gegenseitig. Und das äußert sich hier bei diesen Tieren in einem verstärkten Zittern, in einem sogenannten Tremor. Und jetzt können Sie sich mal überlegen, ob Sie sich an irgendeine Störung, eine neurologische Erkrankung erinnern können, bei der genau eine solche Störung, genau eine solche Erkrankung auftritt. Wir werden uns das im weiteren Verlauf dieses Seminars noch kennenlernen. Wir werden unter anderem in der Sitzung beim Bewegungssteuern auf genau so eine Störung hier eingehen. Ja, genau auf eine solche Wahrnehmungs- und Bewegungsstörung eingehen. Damit danke ich Ihnen heute für Ihre Aufmerksamkeit. Das war unsere erste Sitzung im Seminar Funktionelle Neuroanatomie.